Ich bin in der Alien-Brutstätte angekommen, habe passenderweise den Flammenwerfer im Gepäck. Also jetzt gerade nicht. Hier wäre er. Und es gab auch schon einen ordentlichen Kampf in der vorigen Folge. Wer den verpasst hat, vielleicht nochmal nachholen. Und damit willkommen zurück zu Aliens vs. Predator. Und jetzt soll ich wieder mal zum Aufzug. Der kann ja eigentlich nur da sein. Hier habe ich alle Extras eingesammelt. Gesundheit geht gerade nicht mehr. Und die Eierchens habe ich auch schon weggemacht. So, warte mal. Nee, das war nicht das. Hab mich gerade gefragt, wo mein Flashlight hin ist, aber es war da. Oder ist jetzt wieder gekommen. So, auf jeden Fall. Ja, diese Fackel, relativ witzlos eigentlich. So oft benutzt man die nicht, wenn überhaupt. Ich habe jetzt leider... Oh, cooles Design. Ich habe jetzt leider die Shotgun zurückgelassen. Die war dann doch auf eine Art besser als... Oh, oh, oh! Bin ich doch echt drauf reingefallen. Ist ja unglaublich. Besser als das Pulse Rifle, aber das Pulse Rifle habe ich auch gerade ganz gut genutzt, muss ich sagen. Da haben sie es wirklich wie im Film gemacht, ja? Wo du die nicht erkennst, weil die irgendwie... mit dem Hintergrund getarnt sind. Das war echt gelungen, muss ich sagen. Ich bin ja auch so ein Spieler, der ist blind für sowas. Oh. Was für ein Gewackel hier. Ah, oh. Ah! Meine Güte nochmal. Oh, ich wollte hier eigentlich zurücklaufen. Ah, zurück ist auch nicht mehr. Nicht mal in meine Fluchthöhle kann ich rein. Oh Gott. Die könnten ja jetzt wirklich überall hängen hier. Ah! Was gibt es denn sowas? Okay, dann geht jetzt meine Munition flöten für das Pulse Rifle. Aber jetzt möchte ich mal wieder einen verbrennen. Im Moment kommen sie ja einzeln. Obwohl, kann ich bis da runterwurzeln? Ja! Yeah! Sehr schön. Oh, da ist sogar... So, jetzt will ich das mal beobachten, was da passiert. Es ist gefahren. Es ist nicht mehr gelaufen, es ist gefahren. Es war auch recht laut. Aber lustig. Oh, Jemini. Ich schick mal einen Gruß runter. Oh, da ist der Facehacker schon rausgekommen. Aber der brennt auch. Tja, ich sag mal so, wenn sie brennen, geht ein bisschen die Animation verloren. Das ist schade. Wo soll ich eigentlich? Ich soll da drüben, denn hier unten ist nichts weiter Interessantes, außer Lebensauffüller, wenn ich sie denn brauche. Oh, da kam ein raus. Scheiße. Okay. Komm her. Ist das der Facehugger, der da noch hockt? Oh, es kommt näher, es kommt näher. Es ist... Ah! Ach, das war mein Marker. Mich ja wahnsinnig. Okay, es war der Facehugger. Lebt der da noch? Ah! Oh, oh, oh. Gib ihn. Immer gib ihn. Das Gute. Oh ja. Oh ja, das gucke ich mir jetzt schön an. Es verliert schon Säure. Könnte es mal sterben? Ja, danke. Das Gute an so einem Flammenzeug ist, man kann die anflammen und da muss man sich erstmal nicht um sie kümmern, weil sie ja irgendwann sterben. Also sie brennen schön weiter. I like. Dann würde ich jetzt doch nochmal hier reingucken. Oh, da geht's aber auch noch lang. Na, aber nicht wirklich. Ah, hier ist der Nebel aus dem Original-Alien. War der da auch grün? Ich glaube, da war der blau. Hier gibt's ordentlich Nachschub. Cool. Ah, das wäre wieder die Shotgun. Jetzt möchte ich ehrlich gesagt... Ja, jetzt gebe ich die Pulse Rifle mal wieder auf. Oh. Rechtsachs. Wenn wir sie schon haben, ne? Wenn wir sie schon haben. Hier ist noch ein Audiolog. Oh. Muss man bis ganz hinten reingehen für so ein Audiolog. Toll.
Didn't know half the guys I came down with. Didn't matter much. Bugs got them all anyway. If you find this, do a brother Marine a favor and get a message to that girl. Tell her I tried my best to get back home to her. Oh je. Guck mal, der hat ja den Totenkopf, wie die Marines. Nicht, dass da jetzt irgendwie Hudson mal draufsteht oder so. For glory. Für die Ehre. Guck mal, ich stelle hier so mein Bein drauf ab. Bisschen respektlos. Oder auch nicht. Je nachdem, wie man sieht. Ja, okay, cool. Machen wir mal so weiter. Die Atmosphäre extrem gelungen. Soundkulisse. Musik, wenn man es so nennen will. Brutzel dich an. Dann muss ich mich nicht weiter drum kümmern. Mein Gott, wie sadistisch kann man sein, ne? Aber... es ist lustig mit anzusehen. Ich glaube, sie sind auch nicht mehr so schnell, wenn sie dann brennen. Es ist ja nicht so, dass sie mir dann hinterhergekommen sind. Ich meine, der hat hier nur noch 10 Meter geschafft. Oder 8. Ach so, jetzt habe ich... Dann nehme ich doch mal wieder die Pistole. Kam da was raus? Da kam was raus tatsächlich. So ein Facehugger war auch schon mal schneller, muss ich sagen. Na gut. Ah, oh, oh. Okay, ich war ein bisschen nicht so gut vorbereitet. Ich hab gerade in die Ferne. Da fährt er wieder. Hab gerade in die Ferne geschweift. Ah, immer diese Säure, das hält einen ein bisschen auf. Da darf man nicht durchspazieren. Ja, und dann stand er plötzlich vor mir, ne? So ein Elend. Ich wollte eigentlich mit der Pistole da schon mal ranarbeiten. Ihr kleinen Biester, ich mach extra die Eier kaputt, damit ihr da nicht rauskommt. Was macht ihr? Ihr kommt da raus. Toll. So, dann haben wir hier nämlich noch was. Okay. I can feel it moving. There's stuff they can do to save you. Even if you got one inside of you. They told us that in training. Just have to stay alive long enough for them to find me. Wow. The loading station is dead ahead. You should be able to see it now. You can get out through there. They handle the mining explosives in there. Watch the fire. Okay, jetzt also wirklich. Oh. Nur noch. Oh nein. Da legt jemand Eier. Nur noch der Flammenwerfer, wollte ich sagen. Oh shit. Jetzt schon? Und gerade wollte ich noch sagen, wie eklig das sein muss, wenn man es in sich fühlt, ne? Wie sich es schon bewegt. Dieser ekelhafte Parasit. Wollte ich noch schnell loswerden, bevor ich tot bin. Boah, das ist doch jetzt nicht schon Bosskampf, oder? Ach du Kacke, ich verbrenne alles. Alles. Boah. Macht sie schon was? Die kommt doch gleich da runter, wenn ich alle hab, oder? Irgendwas piept hier schon. Soll ich in der Gegend rum. Laufen hier schon die... Ach, Mann. Das ist doch scheiße. Warum... Warum kommen die da alle raus? Oh, ich bin durch einen durchgelaufen. Ah! Ich soll sie verbrennen? Ich wollte die Eier noch alle machen, aber nee. Dafür ist wohl keine Zeit.
irgendeinen Schalter drücken und sie verbrennen, ja? Okay. Was ist denn das hier? Okay, wir machen es anders. Ach du Scheiße, nee, warte mal. Wechseln. Okay, ich soll es einfach tun. Ich soll es einfach tun. Ach, das brennt schon von selbst. Wo kommt denn der jetzt her? Warum die Verteidiger-Drohnen hier? Oh. Oh. Blow that bitch to hell, habe ich noch verstanden. Du hältst dich wohl für clever. Hier rumtänzeln. Wo denn da oben? Oh. Aha. Oh shit, das hat mich getroffen. Oh, die ist überall, ne? Scheiße. Jetzt habe ich zu tun. Jetzt habe ich zu tun. Ah, ich wollte auch mal angreifen. Ah! Och nö. Ernsthaft? Shit. brennt hier schon alles? Nein. Wo sind meine Granaten? Wo sind meine Granaten? Da. Okay, ich soll noch gar nicht. Ah! Oder soll ich? Pass auf. Ach, das war Flammenwerfer, was man da einsammelt. Okay. Oh, ah. Der hat mich überholt. Sagt er das? Ja, ich muss erstmal Zeit dafür haben. Oh, da ist wieder einer. Joi. Nochmal den oh Gott. Ja, mal hinkommen. Oh. Errungenschaft Königinnen Mord. Oh, war ja. Klingt nicht schön. Ist aber. Oh Gott. Ich würde sagen, raus hier. Oh Gott. Hat sich auch nicht von zerstampfen lassen. Puh. Das war's dann doch. Die Mission Raffinerie ist abgeschlossen. Cooles Finale. Ich spiele mal ausnahmsweise als Marine weiter. Refinery West exit sealed. Lockdown in place. Ich habe unglaublich viel Muni gerade, stelle ich fest. Wow, haben die mich nochmal voll gemacht? Ist ja irre. Gut, dann würde ich jetzt mal mit Pulse Rifle weitermachen. Ja, wir sehen, wo wir eintreten. Oh Gott. Shit. Ich müsste jetzt eigentlich meine Waffe ablegen, um eine Überlebenschance zu haben, wenn ich nicht gerade Arnie bin. Boah, das ist schon echt ein perverses Viech, der Predator. Achso. So. Ass is written, freaks!
Okay, voll dürfte ich sein. Ja, also das brauche ich nicht. Was? Wo? Wie? Wer? Warum? Was haben wir denn hier? Spit at me, will you? Wer redet denn da? Auf jeden Fall eine Granate aufgesammelt. So, und wo ich dieses Level-Design hier sehe, fällt mir ein, dass AVP ja auch einen Multiplayer hatte, ne? Dieser Teil hier. Aber den habe ich nun wirklich nie gespielt. Bin nicht so ein Multiplayer-Typ. Oh. Ah, Audiolog. No one knows what the hell's going on or where these things came from. We're trying to restore power here to increase our chances. Five will get you ten. Those assholes dug up something they shouldn't have. So, jetzt wird es ja wohl um den Predator gehen. Ah, das war der Flammenwerfer. Den will ich jetzt eigentlich nicht mehr haben. Ich glaube, der bringt jetzt in diesem offenen Gebiet weniger. Den würde ich bei nächster Gelegenheit austauschen. Ja. Der hatte seine coolen Momente. So, wo geht's denn eigentlich weiter? Oder musste ich doch da hoch? Hier konnte ich hoch. Ja, ich glaube, auf der Seite muss ich hoch. So. Und hier würde ich dann ehrlich gesagt auch langsam die Taschenlampe wirklich wieder ausmachen. Bin ich der Meinung. Schießen die da? Was war das gerade? Ich gucke mir jede Ecke an, kann ja irgendwo ein Lock liegen. Das ist doch ganz gut. Ja, die schießen. Okay, muss leider nochmal eine Fackel werfen, weil ich festgestellt habe, dass ich das auf der gleichen Taste inzwischen wie die Taschenlampe habe. Das war ein bisschen dumm. Okay, er schießt. Gibt's hier noch was? Nicht wirklich, ne? Wäre doch cool, hier was hinzulegen. Dann würde man sich andererseits fragen, wie ist es hier hingekommen? Okay. Das ist nochmal... Ja, sehr gut. Jetzt muss ich den Flammenwerfer... Warte mal, was? Was? Wo? Wo? Wie? Oh, ich hab jetzt den Flammenwerfer, was? Ja, ja, ich wollte ihn ja auswechseln, Moment. Uiuiuiui. Ah, nicht diese Säure. Weg, weg, weg. ich habe mich nur gerade gefragt, gegen was wechsle ich den hier gerade aus? Was ist denn das? Das sieht auch komisch aus. Ist auch irgendeine Waffe. Nein. Ich habe auch Nachladen auf der gleichen Taste wie Wechseln. Ich lasse eigentlich mal drücken. Ah, das sieht cool aus. Das sieht aus wie ein cooles. Wo ist denn das jetzt auf der 2? Okay. Ja, jetzt habe ich Pulse Rifle und sowas ähnliches. Okay. Wo ist denn er hin? Ich glaube, ihn hat es zerrissen. Ich habe es gar nicht richtig beobachten können. Weil ich da selber gejagt wurde. Okay. West Exit opened. So, jetzt frage ich mich, was hier die Zweitfunktion... Man muss es immer einmal testen. Ah! Das ist ja cool. Oh. Oh. Ach, das ist ein Sniper. Okay. Ja, wie geil ist das denn? Wo war der andere? Oh. Ah. Ah, komm nur hier hoch. Da war er. Soll ich dich... Oh, die schießen! Ist ja ganz was Neues. Ja, komm, halt hoch. Ah, shit. Völlig neue Art von denen. Das finde ich ja nicht cool. So, das war mein Flammenwerfer. Hier oben bin ich fertig. Gut, Sniper. Mal sehen, ob ich ihn ab und zu mal benutzen kann. Was? So viel mal zum Fallschaden. Das war... Habe ich das normale Pulse Rifle, habe ich von dem auch schon. Ja, den habe ich ja gerade benutzt. Okay, normales Pulse Rifle und Sniper im Gepäck. Okay, hier ist doch wieder ein bisschen finster. Oh. An die Szene kann ich mich erinnern, wenn man das erste Mal hier in den Dschungel eintritt. Ah.
Jungle infested with xenomorphs, but unable to locate their nest. Reports of some new kind of xeno we haven't seen before. Faster, stronger, even more dangerous. We're in a bad way. Where's Van Sant to reinforce us? Okay, der Predator wird auch Xenomorph genannt, passenderweise. Was ja, glaube ich, nur fremde Form bedeutet. Ha, Entschuldigung, gerade mal ein bisschen trockenen Hals. Momentchen. Kommt gerne mal plötzlich. Genauso wie dieses Geräusch. Halt, ich habe meine Hand nicht an der Tastatur. So. Ist doch wieder Zeit für Licht, ehrlich gesagt. Boah, was für ein großes Gelände hier. Gerade. Okay, hier geht's ins Wasser oder in den Sumpf oder so. Schade übrigens, dass man mit dem Mausrad nicht die Waffe wechseln kann. Hab's gerade mal ausprobiert. Funktioniert nicht so. Ich muss da wirklich immer schalten. Das ist schon cool. Der Sound hat mich irritiert. Der war echt fies gerade. Okay. Ja, ab jetzt werde ich auf die Ferne gejagt. Was ist denn das, bitteschön? Das sieht doch wieder eher gigamäßig aus. Oder noch gigamäßig, sagen wir mal so. Ich glaube, hier ist nicht viel. Ich würde ja noch ein. Ja. Oh. Ach, hier noch wieder. Dadurch, dass sie spucken. Oh. Halten Sie so ein bisschen Abstand. Aua, bin ich da noch reingelaufen. Ne? Das sind nicht so die Nahkämpfer. Diese Spuck-Aliens. Hat auch Vorteile. Ich habe ja die entsprechende Waffe. Und könnte sie dann auch besser anvisieren. Vielleicht mache ich das demnächst mal. Oh, ich glaube, hier ist nichts versteckt. Ich will jetzt hier nicht jeden Zentimeter nach Audiologs absuchen. Und wenn, dann funkeln die ja auch aus der Entfernung schon so ein bisschen. Ich denke, ich bin grob gesehen rum. Kann jetzt mal hier so. Ah ja, siehst du mal. Wie ich meinen eigenen Worten doch immer Lügen strafe. Mr. Wayland is convinced we shall find xenomorph remains somewhere within the pyramid's heart. What drives this conviction, I'm not sure. But I get the feeling that Carl knows more than I'm aware. Ich glaube, ich habe es gerade nicht gesagt, obwohl ich sagen wollte, es wäre doch auch sehr viel atmosphärischer, wenn man gerade für die Audiologs nicht in die Pause gehen müsste und auch nicht dürfte, um sie zu hören, ne? Dass man im Spiel bleibt und dass es spannend bleibt, während man den Audiolog horcht. Dass man eben noch auf die Umgebung aufpassen muss. So versuche ich es ja dann auch umzusetzen. Nicht hier in Avatar. Lauter komische Pflanzen. Naja, so komisch auch nicht. Aber ist auf jeden Fall ein Alien-Print. Moment mal. Sehe ich da was funkeln? Oh! Auch dran vorbeigelaufen. Gibt's denn sowas oder war ich hier noch nicht? Obsession is the driving force to progress. Wayland proves that. We could never have done any of this if the colonial authorities had got here first. He's a great man. We forgive great men terrible things. As long as they achieve their aims. Und diese Audiologs haben auch unterschiedliche Soundqualität oder Lautstärke. Da kann ich irgendwie nichts dran ändern. Manche hört man nicht so gut. Die letzten beiden jetzt waren laut genug, fand ich. So, was ist denn das hier eigentlich für ein Riesen-Silo? Hier war ich vorhin hier hinten, ne? Ja, dann laufen wir mal hier weiter. Der Marker ist ja ein ganz anderer. Dann laufe ich mal hier außen rum. Wäre schade, hier was zu verpassen, weil ich doch vom Gefühl her ganz gut dastehe bisher mit den Audiologs. Was tropft denn hier bitte schön?
Das war irritierend. Okay, ich schalte mal auf die. Und gucken wir mal, ob die nächste Situation kommt, wo ich sie gut nutzen kann. Das ist schon super cool gemacht. So, einmal noch hier hinten rum, aber hier wird jetzt ja wohl nichts sein. Oder stand ich gerade hier? Ich glaube, ich bin jetzt einmal im Kreis rum. Okay, in die Richtung weiter. Ich sehe gerade, hat auch natürlich nicht so viel im Magazin drin. 6 Schuss. Kann ich eigentlich hier hinten hoch oder bin ich hier auch hergekommen? Da könnte man rumgehen. Okay. Ja, sorry für die, die es jetzt gerade schneller haben wollen, aber ich bin einer, der guckt sich da gerne alles genau an. Oh, oh, was hier nicht alles ist. Ja, cool. Guck mal, ein Eichhörnchen. Ja, jetzt ist wieder ein bisschen enger, da schalten wir um. Sieht nicht so nach Entfernungskampf aus hier gerade. Oder? Aha. Kontrollpunkt, sehr schön. Hier geht's ja gar nicht durch, also durch da hoch. Wie man wirklich alles wegtreten kann. Jetzt kullert's da runter. Dynamisches Licht schon wieder. Oh. Noch piept nichts. Ja gut, die sind schon alle offen, die Eier. Da muss man sich eigentlich keine Gedanken machen. Aber egal. Wir haben's ja. Jetzt hätte ich gern noch den Flammenwerfer. Oh nee, okay. Die Muni will ich natürlich nicht verschwenden. Das war noch zu. Muss mal aufpassen. Aufpassen. Boah, da kommt einmal am Anfang, wenn man die Waffe gewechselt hat und in den Modus schaltet, kommt diese miese Musik. Achso, hier unten war ich ja. Stimmt, dann gehen wir hier weiter. Offen, 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 offen. Offen, 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 offen. Offen, offen. Alles offen, offen, offen. Jetzt offen. Tag der offenen Tür. Tag des offenen Eis hier. Okay. Da oben ist mein Ziel. Hier will ich nicht runterfallen. Alrighty. Zusammengefasst gibt es ja genug Szenen, wo gar nicht so viel Encounter herrscht, wollte ich sagen. Boah, die jetzt hier zu treffen ist ja gar nicht so leicht. Ich wollte sagen, Encounter ist ja an einigen Stellen gar nicht so viel, aber die Atmosphäre reicht ja allein schon, ne? Dass jederzeit irgendwie mal wieder was kommen könnte. Ist ja blöd, wenn sie alle 5 Meter kommen würden, dann wäre ja auch die Spannung irgendwann weg. Das würde dann nur noch nerven. My eyes have been opened. The hunters did not merely worship the xenomorphs, they bred them. For the hunters, facing the xenomorph must have been the ultimate rite of passage. One has to contemplate whether the hunters discovered these creatures or created them. Alles nur Sport für den Predator, wissen wir ja. Alles nur ein Sport. Und er ist überlegen. In den meisten Fällen. Okay, dann bin ich hier rum. Dann können wir da mal schalten. Gehackt. You've got a signal. Triangulating your position now. This is the Typhoon. Signal received. Move into your location. We'll be flying off your position in 5, 4, 3, 2. Look up, Ricky. Time to hitch that ride home. Ja, wie wo? Lass mal hinkommen. We are taking fire. We are taking fire. Can't see the shooter. Fucking firing down there!
Oh, oh, oh. Jetzt soll ich hier wieder runter? Nicht, dass das irgendwann mal so ein Predator ist, der ins Wasser springt, ne? Wie im ersten Teil, wo man ihn selbst nicht sieht. Aber dann sieht, wie das Wasser spritzt. Das wäre schon auch sehr cool. Okay, ich soll wieder zurück. Hier rein. Okay. Achso, habt ihr mir hier aufgemacht? Sehr schön. Was haben wir denn hier? Kann ich das gebrauchen? Sehr gut. Sehr gut. Hier ist noch mehr. Ja. Schöne Clips. Und das hier, ich stelle mich mal so hin. Das hier mache ich beim nächsten Mal. Für heute bin ich raus. Die Folge ist rum. Und spannend geht's weiter beim nächsten Mal. Also bis dahin. Tschüss.